Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem Infovideo, da ich letzte Woche ja nicht da war und sich da einige Dinge ergeben haben im Supertest, räume ich jetzt mal auf mit Dingen, die noch nicht genannt wurden hier bei mir. Und eines der wichtigsten ist für mich die Änderung der japanischen Zerstörer und ihrer HE-Shells von 100mm Kaliber. Es wurde jetzt nämlich so abgeändert, dass vom Urzustand 100mm geteilt durch 6 die Penetration 16,66, also 17mm war, also 16mm durchschlagen werden konnte mit der Panzerung. Nun 100mm durch 4, wie bei den deutschen HE, das wäre 25mm, also 24mm Panzerung durchschlagen werden kann von der japanischen 100mm HE. Das bedeutet, dass nun IFHE nicht mehr notwendig ist, um gegen andere DDs zu kämpfen, denn bis auf die Khabarovsk, die 50mm Panzerung hat, hat nur die Gearing 21mm und auch das wird nun penetriert mit der 24mm Penetrationsmöglichkeit. Somit spart man sich, sollte man das Schiff mit reinem Fokus auf gegnerische DD-Jagd fahren, den vierten Skill IFAE und somit 4 Punkte. Möchte man aber 32mm durchschlagen, kann man IFAE oder sollte man IFAE zwingend weiter drauf lassen, denn dadurch erreicht man einen Wert von 32,5mm, was aufgerundet 33 sind und ab 0,5 wird aufgerundet, also kann er 32mm Panzerung penetrieren. Und das sollte einen guten Schadensoutput, also eine krasse Erhöhung, geben bei Beschuss auf die, na, ihr wisst es doch selbst alle. Auch bei den Russen hat sich einiges getan. Zuerst die Stalingrad, es gab immer zwei Versionen der Stalingrad, eine mit AP und sehr, sehr hoher Genauigkeit, 190. Es war für die Reichweite eigentlich nicht schlecht. Super Pens, sehr gute Tank-Eigenschaften. Und die zweite Variante mit, ja, eher Cruiser- oder Schlachtschiff-Streuung, dafür aber auch HE. Und es wurde einiges geändert. Panzerung weniger, ist jetzt eine gemischte Variante von beiden, wird natürlich wieder getestet und gibt ein neues Video dazu. Schlussendlich wird sie dann nicht vor 0.5.8 in den Client kommen. Da ist noch einiges an Arbeit zu erledigen vom Wargaming, aber es ist ja auch noch Zeit. Zusätzlich dazu gibt es bei der Chapayev jetzt auch bei Rumpf A das Radar. Die Zerstörer Gnevni Minsk und Budvoisky, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, bekommen eine Erhöhung der Drehgeschwindigkeit. Und das ist auch dringend notwendig, nämlich von 6 Sekunden, 6 Grad pro Sekunde auf 9,7 Grad pro Sekunde. Und das sind ca. 33% mehr, als sie vorher hatte. Die Budvoisky bekommt auch noch eine Reduzierung der Nachladezeit von 8,1 auf 7,5 Sekunden. Also sie werden besser gemacht. Und bei manchen Schiffen wäre das auch noch nötig. Ich sage nur Leningrad. Da dreht das Schiff schneller als die Türme. Und das ist übel, übel, übel. Die Taschkent wird in Vorbereitung auf die Khabarovsk jetzt eher auf Tier 10 getrimmt. Das bedeutet, sie bekommt eine weitere Möglichkeit der Erforschung einer Hauptartillerie, nämlich die 130mm 55 B2U von der Khabarovsk. Auch der Shell Arc wird dementsprechend, also die Ballistik, angepasst. Finde ich eine recht sinnvolle Neuerung. Auch bei den Franzosen wurde einiges geändert und da fallen vor allem zwei Dinge ins Auge. Einmal wird der Tier 10 Kreuzer Henri IV. Getestet mit der Möglichkeit des Hauptartillerie-Nachladeboosters. Das bedeutet, man bekommt ein Verbrauchsgut, das ihr wahrscheinlich schon kennt, das einen eine 50%ige Nachladegeschwindigkeit für 15 Sekunden gewährt. 120 Sekunden ist der Cooldown oder 80 Sekunden mit Premium. Das wird auf jeden Fall getestet. Weitaus schlimmer trifft das aber die Alsace. Also anstatt einer Verbesserung gibt es eine Benachteiligung. Es wird nämlich die Hauptartillerie-Nachladezeit von 30 Sekunden auf 32 Sekunden erhöht und das Sigma um 0,1 von 1,7 auf 1,6 verringert. Das bedeutet, der große Schaden der Alsace ist nicht vorbei, aber er wird damit doch eingeschränkt. Auch hier mein Tipp, gebt Gas mit der Alsace, muss ich auch machen. Es gibt noch Änderungen an der Emile Bertin, aber das Schiff ist so klein, also so nieder im Tier, es bekommt andere Torpedos. Lest das auch selbst nach, ist wahrscheinlich eh besser als einiges und dürfte die meisten nicht interessieren. Die Jean Bart ist, wie ihr wisst, von Tier 8 auf Tier 9 gerutscht, bekommt auch andere Werte dadurch. Da gibt es dann noch ein Video dazu, wenn ich nicht nur anteasern kann, sondern es auch fahren kann. Natürlich wird auch an den britischen Schiffen geschraubt, vornehmlich an den britischen
LEDs, da die aber erst zum Anteasern sind und überhaupt noch nicht vorgestellt wurden mit richtigen Werten, ist das außer Acht zu lassen. Was aber geändert wird, ist der britische Kreuzer Emerald. Da wird die Reichweite reduziert, in der er aufgeht, von 11,52, also die Aufdeckungsreichweite zur Luft, auf 10,18. Und im Smoke, also im Nebel, von 5,4 auf 4,56 reduziert. Das waren für mich die wichtigsten Änderungen im Supertest. Vielleicht am Rande noch zu erwähnen, die Izumo wird gebufft, sie bekommt ein bisschen bessere Deckspanzerung. Und die Panacea-Schiffe bekommen eine neue AP-Fuse-Time, die wird von 0,03 auf 0,01 verringert. Das bedeutet, sie zünden früher, dadurch will oder soll erreicht werden, dass mehr Alpha-Damage möglich ist. Und der Bug von Seattle und Buffalo wurde behoben. Anstatt 2,0 Sigma hat es jetzt 2,05. Aber ihr seht, das ist relativ Kleinscheiß. Wobei South Carolina, ganz, ganz wichtig, bekommt statt 1,8 jetzt 1,9 Sigma. Aber wie gesagt, das sind die kleinen Dinge. Die wichtigsten sind vorher schon genannt worden. Ein paar Dinge fehlen natürlich noch. Lest sie euch auf dem Dev-Blog auf Facebook selbst nach. Selbst wenn ihr sie nicht wisst, wird euch da kein Nachteil entstehen. Es ist, wie gesagt, immer noch im Supertest. Ob das wirklich so kommt, manche Teile sind schon auf dem Testserver, auf dem Public-Testserver. Die werden mit Sicherheit kommen, darunter die 100mm-Änderung der japanischen DDS, also der GAN-DDS und andere, vielleicht eher weniger. Die Alsace ist auch schon drauf, also das ist schon relativ sicher, dass da was in diese Richtung kommt. Naja, ich hoffe, ihr seid jetzt wieder auf dem neuesten Stand der Dinge. Ansonsten, wie gesagt, Facebook, Dev-Blog, immer lesen. Dann kann euch nichts überraschen. Ich danke fürs Zuhören, wir sehen uns dann bald wieder. Ciao.